Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr am Start seid. Wir hatten die letzte Folge hier beendet. Ich musste das Gebiet hier vorne nochmal kurz spielen, weil kein Checkpoint zwischendurch war. Also nicht wundern, falls ich ein bisschen mehr EP habe und ein paar andere Gegenstände. So, jetzt ist die Sache, ja, ich unterbreche mal kurz die Lava-Geschosse, weil ich hätte ganz gern Munition. Langsam sah es da mal ein bisschen knapp aus. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Monolithen. Die Mission für den reisenden Unbekannten. Ganz schön viele von den giftigen Viechern hier unterwegs. Und da müssen wir mal schauen. Ich glaube, zwei Quests waren es ja noch hier im Gebiet, die wir machen müssen. Ah. Nein, das war doof. Hätte ich doch wieder aufladen können. Ja, ich glaube, zwei Quests müssten es noch gewesen sein. Die machen wir dann natürlich noch. Und dann geht's mal wieder in ein älteres Gebiet. Und dort die Quests erledigen. Ach, irgendwie läuft's heute nicht. Ist noch relativ früh, tut mir leid. Bin noch nicht ganz munter. Die Reichweite ist doch krasser, als man denkt, ne? Also die Animation drumherum von der Aschedetonation, die sieht immer so aus, als wären das nur so 2-3 Meter, aber die hat es ja gerade alle erwischt. Hey. Es hört nicht auf. Wir brauchen unbedingt noch die Schadensverkettung als Mod. Gibt es als Stufe 2 und als Stufe 3 Mod für die Waffe. Und dann springen die Schüsse halt einfach ab vom Gegner. Und treffen halt auch alle anderen. Das wäre jetzt hier gerade ziemlich perfekt. Wo ich auch ein bisschen bei den anderen mit Schaden mache, aber ich weiß nicht, ob es nur das Feuer ist. Weil wir haben ja keine Schadensverkettung drauf, ne? Nee. Haben wir nicht mit drauf. So, da vorne gab es ja schon... Hat dir jemand das Herz gebrochen? Jetzt lebst du wie ein Einsiedler, damit niemand dich verletzen kann, sowas in der Art? Niemand hat mich verletzt. Aber ich sie alle. Ach ja, wen? Irrelevant. Sie sind alle fort. Nur ich bin noch hier. Ich und die Erinnerungen. Ich wollte sagen, vorne gab es ja schon eine Truhe, deswegen denke ich mal, dass hier jetzt keine mehr versteckt war. Ich hoffe es zumindest. Ich hatte jetzt gerade keine Lust, nochmal bis dahinter zu rennen. Besonders macht. Das werden wir gleich sehen. Hier haben wir ein bisschen Eisen. Da drüben ist eine normale Kiste. Sehr schön. Und es backt mal wieder. Nee, jetzt macht es. Hier oben geht es noch durch, aber ich glaube, wir kommen nicht lang. Nee. Was haben wir Schönes? Hui. Oh, die sieht nice aus. Komm, wir gucken uns die mal schnell an. Und Schadensverkettung drauf. Wie viel Glück kann man denn haben? Ja, das ist ja mal mega geil. Weil mich wirklich eine Sekunde vorher sag ich's noch. Die ist zwar prinzipiell... Ach so, die ist auf Scharfschütze. Die müssen wir definitiv noch umändern. Und leider keinen kritischen Schaden drauf und keine lange und kurze Distanz. Was haben wir denn hier? Den... Die erste Fähigkeit gesperrt oder die zweite? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wenn das Symbol dran ist. Welche das ist? Ich hoffe die zweite, also von unserer aktuellen Waffe. Naja, wir gucken mal. Bisschen schade mit den drei Stats oben. Finde ich bei meiner geiler. Wir haben die Schadensverkettung zwar Stufe 2 noch, aber ganz egal. Stufe 3 ist ja eh bloß auf den goldenen Geschichten drauf. Aber cool, da gucken wir dann gleich mal. Ein Blutsucher. Kommt der alleine? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der alleine kommt. Aber wir machen auch echt verdammt wenig Schaden, ne? Glücklicherweise macht er noch nicht so viel. Ey, geh doch weg. Ausbreitung. Ich glaube, jetzt kommt der angerannt, ne? Ist das der? Irgendwie hat er gerade noch nicht so wirklich Bock. Uah! Ey, ich bin voll erschrocken. Also auf jeden Fall macht er ordentlich Damage. Wir sind schon wieder fast Weltstufe 11.
Also für den Story-Fortschritt sind wir von der Weltstufe her schon echt weit gekommen. Ach, geh weg. Nein, 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 nein. Verzerrtes Feuer, Dings da, Kackwurst. Ja, danke. Ach, geh doch weg mit deinen komischen Dingern. Was soll denn der Scheiß? So, den Perforo noch. Haben wir ihn wieder alleine hier. Muni aufladen und Dauerfeuer. Ach, geh doch weg. Ja, wie soll ich denn da ausweichen? Shit, wir haben kaum noch Leben. Wenn er uns jetzt nochmal trifft, haben wir verkackt. Nein. Verzerrtes Feuer, wir sind zu weit weg. Bam, jetzt kriegen wir ihn langsam. Aber wir müssen echt... Ah, der erschrickt mich immer. Wir müssen echt aufpassen. Wenn der uns zwei, dreimal hintereinander... Oh nein, ich hänge am Stein, ich hänge am Stein. Ich wollte sagen, wenn der uns zwei, dreimal hintereinander trifft, haben wir echt das Problem. Also schadenstechnisch ist der... Mann, ich hänge hier an jedem kleinen Kackstein. Die sieht man kaum. Das sieht aus wie Moos. Das sieht aus wie Moos auf dem Boden. So, ich sterbe jetzt nicht. Das kannst du völlig vergessen. Mist, das hat, ich hänge schon wieder an so einem Stein. Das gibt's doch nicht. Also wer die da hingeräumt hat, vor allem so, dass man nicht drüber laufen kann. Weißt du, wir sind der krasseste Veränderte hier auf der Welt. Wir können, was weiß ich, irgendwelche Obelisken beschwören, Anomaliekräfte nutzen, aber an so einem kleinen Stein, da hängt's. Da hängt's dann dran. Mann! Er macht aber auch schade, der war fast tot. Das ärgert mich gerade schon wieder. Aber wir waren ja eigentlich fast voll und innerhalb von 2 Sekunden hat er uns einfach mal vernichtet. Da ist der Obelisk. Naja, was will man machen? Warum haben wir denn eigentlich keine vollen Leben, wenn wir wiedergeboren werden? Das verstehe ich nicht so ganz. So, jetzt haben wir den hier gleich am Anfang schon mal echt ordentlich was drauf. Ja, ist immer ein bisschen schade, dass die Bosse da alle wieder stehen können. Also ja, macht schon Sinn, wäre sonst zu einfach, wenn man jeden Boss einfach... Alter! Einfach einäschern kann. Und wir hängen schon wieder irgendwo. Ich komme gar nicht mit... Doch, jetzt komme ich wieder raus. Ja, jetzt sind wir gleich tot. So. Hier ist alles Sumpf, hier kann man kaum rumlaufen. Was ist denn das für ein Gebiet, ey? Schwierigkeit ist nicht der Boss. Schwierigkeit ist das Gebiet. Wir haben auch die Lavageschosse verloren. Das war ein bisschen doof, aber ich muss ja echt ein bisschen mehr drauf achten, dass wir überleben. Aua. Au, au, au. Warum schreie ich eigentlich au? Hier kann man halt kaum laufen. Das ist halt die ganze Scheiße. Wir sind gleich tot. Ich hänge schon wieder irgendwo. Mann, man ist hier so langsam unterwegs. Wir müssen irgendwie dahinter oder so. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall woanders hin. Aber hier ist doof. Das ist unser Tod früher oder später. Ein bisschen auf Entfernung halten, den Guten. Dann würde ich sagen, rennen wir hier oben so immer im Kreis lang. Ah, kommt der hier hoch? Könnte passieren, ne? Na, shit. Kann ich es noch aufladen? Ich glaube, es hat noch geklappt. So, den Perforo noch weg. Okay, der kommt hier hochgerannt. Jetzt ein bisschen mehr aufs Movement achten. Es hat doch nicht mehr geklappt mit dem Aufladen, ne? Oder? Also doch, wir hatten zwar wieder Geschosse bekommen, aber es war dann anscheinend trotzdem schon das zweite Magazin. Ich finde es ein bisschen schade, dass man beim Nachladen nicht Lavageschosse aktivieren kann und das damit einfach abbricht. Es war vielleicht ein bisschen zu früh eingesetzt. Ja, genau jetzt. Wenn er uns jetzt trifft, haben wir ein Problem. Aber wir haben es gleich. Nein, nein, geh doch weg. Aua. Schnell, schnell, schnell leben. Jawohl. Und jetzt Dauerfeuer drauf. Komm schon. Stirb, 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 stirb. Hä? Zum Wiederbeleben
Warum darf ich mich wiederbeleben? Hä? Beitritt zum Spiel läuft? Okay, in dem Moment ist irgendjemand in die Gruppe gejoint. Ich habe anscheinend noch auf offen stehen, aber es war unser großes Glück. So einen Zufall muss man erstmal haben. Ja, das ist ja cool. Den schmeißt man natürlich gleich wieder raus. Und ich stelle das mal fix um. Ich glaube, das kann man nicht pro Charakter einstellen. So, Ametsu, ich danke dir zwar extremst dafür. Ist er jetzt raus? Jetzt ist er raus. So, ich muss mal ganz schnell in die Einstellung. Tut mir leid, hier Privatheitsgrad geschlossen. Er hat uns das Leben gerettet, ne? Könnte man ja fast als Cheating betrachten. Ich habe hier so einen Knopf, wisst ihr? Wenn ich drauf drücke, joint immer ganz schnell ein Kumpel von mir rein, wenn ich kurz vorm Sterben bin. So kommt man hier, nur so kommt man durchs Spiel. Nee, coole Sache. Danke fürs Leben retten, aber ich wollte jetzt eigentlich nicht im Koop spielen. So haben wir es geschafft, aber krass, wir wären wieder gestorben, ne? Obwohl der fast tot war, aber zwei Angriffe hintereinander. Also Weltstufe 10 ist schon heftig. Wir müssen langsam mal wieder ein bisschen mehr Rüstung bekommen. So, der Monolith ist da. Wir warten mal auf den Reisenden und gucken mal, was der zu sagen hat. Du bist verändert. So nennen sie es dort, wo du herkommst. Woher zur Hölle kommst du denn? Und warum bittest du mich um Hilfe? Du hast Kräfte. Du kannst doch... Sei dir deiner Kräfte bewusst, denn sie führen dich in den Wahnsinn. Je mehr du sie näherst, desto stärker zieht die Dunkelheit. Oh, ich habe nicht mehr die Kraft. Ja, vielleicht. Ja. Du kannst das lesen? Wer bist du? An deiner Stelle würde ich umkehren. Auf diesem Weg wartet der Tod. Der Lohn für deine Mühe. Komischer Typ auf jeden Fall. Wähle eine Belohnung. Wir haben eine Maschinenpistole, mag ich nicht. Eine Schrotflinte mag ich nicht. Maschinengewehr mag ich nicht. Sehr cool. Dann können wir jetzt bloß mal gucken, ob irgendwo ein cooler Mod drauf ist. Querschläger, naja, nicht unbedingt. Das Nachladen der Waffe versucht, na, auch Quatsch, das Nachladen auch Quatsch. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, das sind kritischer, das haben wir schon. Ja, ist irgendwie alles Quatsch, wir nehmen jetzt einfach mal das. Hey Reisender, weißt du etwas über dieses große Tor oder die Ruinen, wer das alles gebaut hat? Was könntest du denn mit der Antwort anfangen? Meine Neugier befriedigen? Neugier ist Arroganz. Sie ist es, die uns hergeführt hat. Ich dachte, wir sind hier, um zu überleben. Nein. Uns bleibt nur das Überleben, wenn unsere Antworten alles andere zu Asche verbrannt haben. Hier ging es doch durch hier hinten. Sah vor uns so aus, als wäre da zu. Wir holen uns bloß mal fix das Eisen. Wird jetzt hier nicht komplett langlaufen. Wir machen jetzt erstmal Schnellreise zum Camp zurück. Damit wir uns die andere Waffe mal ein bisschen genauer angucken, weil so langsam wird es doch Zeit. Auch generell die Rüstung, dass wir uns mal wieder verbessern. Wir stehen kurz vor Weltstufe 11. Und da sollten wir dann doch langsam mal wieder ein bisschen besser gerüstet sein, ausgerüstet sein. So, dann haben wir hier den Doktor. Und dann machen wir doch hier mal wieder ein paar Sachen besser. Herausfinden, ob dieses Bauwerk dazu gedacht ist, etwas einzusperren oder etwas auszusperren. Und zwar hätte ich hier ganz gerne die taktische Geschichte. 153, achso, ist nur Eisen. Ich dachte schon hier Titan. So, damit haben wir die auf 8.2. Ich glaube, höhere Item Dings geht noch nicht. Nee, 31 ist das höchste. Soll das Ende der Anomalie sein? Vielleicht kann sie es nicht durchdringen. Und auf der anderen Seite liegt das Paradies, von dem wir träumen. Ja, wie gesagt, ein bisschen schade hier mit den Fähigkeiten, aber was soll's. Wir können ja mal schauen, dass wir hier wieder ein bisschen hochleveln. Haben
haben wir gleich alles verbraucht und Ausrüstung. Also Schadensverkettung lassen wir definitiv drauf. Jetzt können wir halt mal gucken. Schüsse verursachen Blutungseffekt. Killshots erhöhen den Lebensentzug durch Waffen 20 Sekunden lang um 20%. Das ist natürlich schon relativ geil. Ich guck bloß mal ganz schnell durch, was wir Schönes haben. Ketten des Todes. Schüsse wickeln einen Gegner in Ketten ein, die 3 Sekunden lang 6643 Schaden verursachen. Ah, das klingt natürlich ziemlich cool. Tja, was machen wir? Und zwar würde ich sagen, wir hauen hier einfach mal die Ketten drauf. Können wir ja später alles nochmal ändern. Aber so haut das zumindest schon mal alles hin. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, was wir mit der Ausrüstung machen. Wir gucken erstmal fix im Inventar ein bisschen durch. Hier ist leider Brandbombe und seismischer Impuls drauf. Finde ich irgendwie beides nicht so geil. Der Rest ist auch Quatsch. Verringert die Rüstung. Was haben wir hier drauf? Die Lavageschosse. Ein zweiter Skill war Blutungsschub. Überhitzung drauf. Kritische Schüsse gegen Gegner, die von Verbrennung betroffen sind, verbrauchen keine Munition. Prinzipiell nicht doof, weil mit den Lavageschossen sind die alle auf Verbrennung. Das könnten wir eigentlich mal überlegen. Dann müssten wir den Schadensabsorbierer wieder irgendwo draufhauen. Aber wir haben halt gleich 400 mehr Rüstung. Wir nehmen die mal. Schmeißen hier einmal das Dings drauf. Die Lavageschosse. Was war das jetzt? Das weitere Magazin, glaube ich, ne? Welche hatten wir? Die hatten wir. Genau. Also Ausrüstung modifizieren. Lavageschosse. Weiteres Magazin. Muss irgendwo hier sein. Dann haben wir die Geschichte. Dann gehen wir zurück. Ich mache das lieber immer so einzeln als alles mit einmal. Sonst kann ich mir das nicht merken. Und zwar. Hier hat man Absorbierer. Was haben wir hier drauf? Du hältst einen Bonus auf Waffenschaden kurze Distanz, ist prinzipiell nicht schlecht. Hier ist halt beides Quatsch. Hier haben wir auch nichts Besseres. Das brauchen wir unbedingt. Freie Entfaltung. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt der beste Skill. Jetzt die Frage, nehmen wir das? Ja, wir nehmen das und machen hier verzerrendes Feuer drauf. Dass wir da ein weiteres Magazin haben. Plus irgendwie würde ich den Schadensabsorbierer ganz gerne wieder haben. So, und hier hatten wir... Ist das die Fähigkeit? Genau. Erhöht die Reichweite. Genau, Absorption eines weiteren Ziels. So, das machen wir drauf. Das passt. 17. Ah, nee, lassen wir erstmal. Jetzt müssen wir bloß nochmal schauen. Haben wir noch irgendwo einen Ausrüstungsgegenstand, auf den wir das noch mit draufschmeißen können? Verzerrendes Feuer, das brauchen wir unbedingt. Lavageschosse. Das ist schon geil, der Skill. Und hier auch. Na gut, dann lassen wir es erstmal so. Mal gucken. Haben wir jetzt halt um einiges weniger Rüstung. Hier hat man 4000 Rüstung. Ja, es ist echt schade, ne? Was macht man? Oder wir stufen das Ding lieber hoch. Ich sag mal mit der Rüstung, es macht halt doch schon ganz schön Unterschied. Wir stufen... Hä? Nein! Achso, ich dachte gerade, ich hab's zerlegt. Entschuldigung. So, wir stufen das lieber hoch. Auch wenn der Skill mit den kritischen Schüssen prinzipiell nicht verkehrt ist, aber etwas mehr Rüstung. Wir kriegen halt aktuell schon schnell heftigst Damage. Na, dann steht das auch bei 1,6 und alles ist gut. Dann können wir jetzt nochmal eben den ganzen lila Stuff zerlegen. Sturmgewehr taktisch. Ah, ich hab's noch gar nicht ausgerüstet. Ketten des Todes, genau. Kommen wir drauf. Wir lassen dieses andere Gewehr trotzdem nochmal da, das doppelläufige. Bloß ich würde so gerne so langsam mal wieder ein bisschen was verkaufen wollen. Das ist die Frage. Wollen wir nochmal eben schnell reisen? Ich glaube ja. Weil unser Inventar wird langsam ganz schön voll.
Und wir müssen sowieso gleich ein Folgenende machen. Dann machen wir jetzt einfach mal fix nach Trenchtown. Da war auf jeden Fall ein Händler und dann machen wir wieder zurück. Verkaufen den Mist ganz schnell und dann machen wir die anderen Missionen weiter. Na, ich bin mal gespannt mit der Waffe jetzt. Wie gesagt, dadurch, dass wir die auf taktisch haben, sprich das ist Salvenschuss, macht die halt echt ordentlich Schaden. Das ist generell das Stärkste, was geht, dieser Salvenschuss. Die Salvenschuss-Variante. Ein Tag Garantie. Cool. So, verkaufen. Wir hauen das hier alles mal weg. Ist zwar jetzt sicherlich auch ein besseres Scharfschützengewehr und so dabei, als wir gerade ausgerüstet haben, aber darum soll es uns jetzt erstmal nicht gehen. Wir ballern sowieso größtenteils nur mit unserem Sturmgewehr rum. Cool, da haben wir es. 22.000 Schrott gab es. Jetzt haben wir irgendwas in die 50, glaube ich. 59 sogar. Das sieht doch gut aus. Wir sind fast auf Weltstufe 11. Und ausgerüstet sind wir soweit auch. Dann machen wir hier an der Stelle Schluss. Ich starte die nächste Folge dann wieder im alten Gebiet oder im neuen Gebiet. Zumindest da, wo wir weitermachen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.